War ein sehr interessant. Mein Gott. Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Reaction-Video auf diesem Kanal. Freunde, heute wollte ich euch eigentlich ein Video zu Gökhan Saki bringen. Einem meiner absoluten Lieblings-Kickbox- bzw. K1-Fighter, der türkische Tyson wird er auch genannt. Eine absolute Maschine. Leider habe ich nur große Schwierigkeiten damit, Videos zu finden, die nicht Copyright sind und die nicht gesperrt werden, sobald wir die hochladen oder der Kanal dann dicke Probleme bekommt. Ich werde versuchen zu schauen, was da geht, aber heute geht es nicht. Ja, ich war gerade dabei zu verzweifeln. Da ist dann aber auf einmal Top Dog um die Ecke gekommen und hat vor 3 Minuten ein brandneues Video hochgeladen. Und ich dachte mir, reagier mal unbedingt da drauf, ganz schnell, bevor die ganzen Wettbetrüger bei Ring Life sich dieses Video vorher anschauen können und dann in unseren Wetten dann bescheißen können, ja? Also heute könnt ihr nicht bescheißen, ihr kleinen Ratten, ja? Heute geht das nicht. Wir schauen uns jetzt das Video an und jetzt könnt ihr endlich mal Wetten platzieren, ohne vorher zu wissen, wer gewonnen hat. Ich bin gespannt. So, steigen wir direkt in das Video. Top Dog, also ich freue mich immer wieder auf Top Dog, ist eine meiner Favoriten Kampfveranstaltungen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt hier auch einen neuen Sponsor, wie ihr sehen könnt, Leon Dvoy Bookmaker. Also dein Buchmacher, ja, ein neues Wettbüro am Start. So, das ist jetzt also der Vladislav, er ist 20 Jahre alt und Kandidat bei Master of Sports in Pankration. Ist halt irgendwie, also Master of Sports ist halt irgendwie so eine Kampfauszeichnung oder irgendwie so, ja, eine Auszeichnung halt für Sportler in Russland anscheinend. Das ist Nikolai, ich glaube, den haben wir schon mal gesehen, oder? Ja, der sagt jetzt hier auch, nach meinem ersten Kampf bei Top Dog haben mir viele Leute geschrieben und gefragt, was ich jetzt, warum ich das mache. Und er hat anscheinend ein bisschen Anerkennung bekommen, nachdem die ja dieses Video gesehen haben. Er hat vor, ein kleines Boxgym in seiner Heimatstadt aufzubauen, um Kinder zu trainieren und denen eine gute Art und Weise zum Leben zu zeigen. Klingt nach einem vernünftigen jungen Mann. Ja, ich bin mal gespannt, wie er kämpft. Er wünscht seinem Gegner jetzt auch auf jeden Fall viel Erfolg und dass sich keiner verletzt. So, für all diejenigen, die neu auf dem Kanal sind und die Regeln bei Top Dog nicht kennen. Top Dog ist ein Bare-Knuckle-Kampfveranstalter. Das bedeutet, die kämpfen 3 Runden mal 2 Minuten Boxing-Regeln, ja, Bare-Knuckle-Boxing. Es sind keine Ellbogen erlaubt, keine Kopfnüsse, gar nichts. Nur die Fäuste dürfen den Gegner berühren. Im Clinchen ist Punchen erlaubt. Ein Fighter hat 10 Sekunden nach einem Niederschlag wieder aufzustehen und Punkterichter entscheiden über den Sieg oder Niederlage oder eben auch Unentschieden, denn Unentschieden ist auch möglich. Vityaz, unser erster Fighter. Schauen wir mal seine Statistik, wie groß, wie schwer, wie alt alles ist. 1,71 groß, 72 Kilogramm schwer. 20 Jahre alt war er, wenn ich mich nicht täusche. Und seine Sportart war Kickboxen. Ja, jetzt beim Einlauf erinnere ich mich dran. Ja, genau. 1,77, 73 Kilogramm, 26 Jahre alt und seine Sportart ist Boxen. Er steht mittlerweile 1:0, weil er seinen letzten Kampf bei Top Dog schon gewonnen hat. Ich nehme an, das sollte ein guter Fight werden. Der eine ist Kickboxer, erfahrener Kickboxer, der andere ein erfahrener Boxer. Im Stand sollte das ein interessanter Fight werden. Könnte ein bisschen ein Vorteil für den Boxer sein, weil das eben Bare Knuckle Boxing ist und kein Kickboxen. Aber jetzt schauen wir mal. So. Platziert eure Wetten, Freunde. Jetzt aber richtig. Nicht mehr in der Abstimmung, sondern in den Kommentaren, denn die Abstimmfunktion wird leider von YouTube abgeschafft. Wer gewinnt eurer Meinung nach den Kampf? Gewinnt der Boxer in der hellen Hose oder gewinnt der Kickboxer in der blauen Jeanshose? Platziert eure Wetten, Taschentücher, Toilettenpapierrollen, was auch immer ihr gerade parat habt. Erste Runde beginnt. Beide schon mal in einer guten Kampfauslage. Schön beweglich auf den Beinen. Guter Jab hier, Austausch. Guter Treffer, Overhand rechts jetzt hier von heller Hose von unserem Boxer. Schöner Jab vom Kickboxer. Ja, da seht ihr einfach auf jeden Fall die Standqualitäten von zwei erfahrenen Kampfsportlern. Nicht einfach wilde Straßenschläger, sondern zwei erfahrene Fighter. Definitiv. Deckung, schöne Deckung parat von beiden. Schöne Mike-Bewegung jetzt von unserem Boxer. Hat die Kombination des Gegners gut gemieden. Eine Kombination zurückgebracht. Langer Linke als Antwort. Darauf wieder den Körpertreffer des Gegners gemieden und danach abgetaucht, um die lange Linke, glaube ich, zu meiden. Wunderschöne Oberkörperbewegungen jetzt von unserem Boxer. Wunderschöne Beinarbeit. Konteraktion von ihm. Greift jetzt den Gegner an. Bringt einen Schlag nach den anderen ins Ziel. Ja, der Kickboxer ist definitiv jetzt hier etwas unterlegen, würde ich mal sagen. So scheint es mir gerade. Die Bewegungen des Boxers sind wesentlich flüssiger und schöner anzusehen als die des Kickboxers. Fängt sich jetzt auch eine gute Kombination vom Boxer, der ihn jetzt mit dem Rücken an die Heuballen gedrückt hat und im Clinch auch ein, zwei kurze Schläge an den Mann gebracht hat.
Bis jetzt eine ganz klare Runde für unseren Boxer. Er führt das Tempo, er führt diesen Kampf an. Macht er auch wirklich wunderschön. Uff, da kam aber eine gute Rechte, gerade von unserem Kickboxer, die den Boxer direkt im Gesicht getroffen hat. Das hat er aber kurz abgeschüttelt und drüber gelacht. Bei ihm hat sich aber auf jeden Fall jetzt schon mal eine Platzwunde am linken Auge geöffnet. Fängt sich nochmal eine Rechte gerade vom Kickboxer an das Kinn. Ja, also erste Runde dennoch beim Boxer, würde ich jetzt behaupten. Aber der Kickboxer hat jetzt in den letzten 20, 30 Sekunden ein bisschen das Tempo angezogen und von sich überzeugt. Zweimal wunderschön den linken Haken des Kickboxers abgetaucht. Ja, gute Oberkörperbewegungen, die haben ihm jetzt in der ersten Runde einige Treffer. Was soll ich sagen? Damit konnte er einige Treffer vermeiden, die wirklich hart waren. Die Ecke bespricht jetzt mit dem Kickboxer die neue Strategie für die zweite Runde. Jetzt nochmal kurz die Highlights der ersten Runde. Da seht ihr immer wieder die kurzen Maid-Bewegungen und Konter des Boxers. Ach, das war wunderschön, also wirklich, das war wunderschön gemacht. Schaut mal, mit der Doppeldeckung erstmal den Körpertreffer geblockt. Hat er ihn überhaupt geblockt oder ist er durchgegangen? Moment. Ah, nee, nevermind, ist doch durchgegangen, hat er nicht geschafft, rechtzeitig das zu blocken. Hat aber zumindest den Haken dann geschafft zu meiden. Jetzt hier seine Konteraktion mit den mehreren Treffern, die er im Nahkampf an den Gegner platzieren konnte. Hier aber die lange, gute Rechte gerade von dem Kickboxer direkt auf die Nase oder hier an die Wange. Da macht er ein bisschen Faxen mit der Zunge raus, aber das war ein deutlicher Treffer. Hier sind die nochmal mit dem Kopf aneinander geknallt. Ja. Also, meiner Meinung nach auf jeden Fall erstmal eine 1-0 Runde für den Boxer. Schauen wir mal, ob der Kickboxer jetzt in der zweiten Runde ein bisschen das Tempo anziehen und Gas geben kann. Ach, hier auch mal wieder. Ich hatte im letzten Video so einen Kasper, der meinte, dass wir keine Ahnung haben bei Ring Life, weil ich gesagt habe, die haben eine schöne, gute Doppeldeckung, eine offene Doppeldeckung. Da hat jemand offensichtlich nicht kapiert, was ich damit meine. Und für all die anderen, die jetzt sich das Video vielleicht anschauen und nicht checken, was es ist, nochmal eine kurze Erklärung. Beim Bare-Knuckle-Boxen macht es keinen Sinn, so eine Doppeldeckung zu halten, weil ihr habt nicht die Handschuhe, die als Trefferfläche dienen, um euer Gesicht zu schützen. Es ist wesentlich besser, wenn ihr eure Hände wie solche Pratzen dem Gegner hin präsentiert und öffnet, weil dann könnt ihr die Schläge des Gegners besser abfangen und parieren. Ja, nur mal so als Tipp nebenbei. Deswegen, wenn ich von einer offenen Doppeldeckung spreche oder von einer schönen offenen Deckung, dann rede ich davon, dass sie die Hände offen haben und nicht, dass sie die Deckung so offen haben, dass sie getroffen werden können. Uff, ja, schöne Kombination. Der Kickboxer hat jetzt mehrmals zu Beginn der ersten Runde seine Treffer an den Mann bringen können. Hat in dieser Runde schon mal ein bisschen das Tempo angezogen. Kämpferherz ist auf jeden Fall da. Der Wille, diesen Kampf zu gewinnen, ist auch auf jeden Fall da. Schöner Uppercut jetzt von ihm. Hat zum zweiten Mal diesen Uppercut getroffen. Vielleicht hat er damit jetzt einen Schlag gefunden, der den Gegner immer wieder treffen kann. Da ist die Hand kaputt. Ist es die Hand oder ist es die Schulter? Irgendwas ist kaputt. Was ist da jetzt kaputt gegangen? Was ist da kaputt gegangen? Hier kurz die Wiederholungen, die mehreren Uppercuts jetzt hier im Nahkampf. Ich will aber die Aktion sehen, wo er sich jetzt hier offensichtlich irgendwie irgendwas verletzt hat. Wann kommt das? Was ist da passiert? Da, schöner Uppercut jetzt hier von ihm dort getroffen. Das war, glaube ich, der zweite Uppercut, den er da erwischt hat. Richtig schöner Konter-Uppercut. Was ist denn, wo ist denn die Verletzung jetzt? Ich sehe es nicht. Das war das noch nicht. Die wiederholen jetzt zum dritten Mal, glaube ich, dieselbe Szene. Hier ist es auch nicht. Ei, da war das. Moment. Aber ich erkenne trotzdem nicht genau, was da passiert ist. Warte mal, das muss man mal Wiedergabegeschwindigkeit nochmal auf 0,5 machen, damit wir das noch besser erkennen können. Jetzt müssen wir ganz genau hinschauen. Er schlägt die Overhand-Rechte. Und dann? Ich verstehe es nicht. Es sah aus, als hätte er mit der Overhand-Rechten die Stirn des Gegners gestriffen. Also Nikolai gewinnt den Kampf durch TKO. Der Gegner hat sich die Schulter verletzt.
Ja, habe ich gesagt, entweder die Hand oder die Schulter, irgendwas ist da auf jeden Fall kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob er sich in dieser Schlagbewegung vielleicht die Schulter halb ausgekugelt hat oder irgendwas. Steht er jetzt hier noch von dem Gegner, erzählt er noch, was da passiert ist? Nein, leider, leider nicht. Na, ja, Daumen hoch drücke ich auf jeden Fall trotzdem. Das war für diese eineinhalb Runden dennoch ein sehr, sehr spannender Kampf. Schade wirklich, dass es auf diese Art und Weise jetzt zu Ende gegangen ist. Der Nikolai fragt jetzt hier auch nach einem Rematch. Er sagt, ich bin immer für ein Rematch zu haben. Entschuldigt sich jetzt sogar beim Gegner und sagt, ey, tut mir leid, dass es jetzt so gekommen ist. Ja, eine Verletzung ist halt immer etwas, was passieren kann. Jetzt besonders beim Bare-Knuckle kann man sich ja natürlich ganz, ganz schnell verletzen, sei es im Gesicht durch einen Cut oder so, die Hände brechen. Unglücklich, dass er sich halt jetzt gerade die Schulter dabei irgendwie verletzt hat. Nichtsdestotrotz, war ein sehr interessant. Mein Gott. Nichtsdestotrotz, war ein sehr interessanter Feind. Meiner Meinung nach hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Freunde, ich versuche jetzt demnächst auch ein paar Videos wieder zu Mike Zambides, Gökhan Saki und so zu bringen für die K1-Fans. Wird aber ein bisschen schwierig, was Copyright angeht. Ich versuche es aber dennoch. Falls es nicht klappt, entschuldigt, aber ich versuche mein Bestes. So, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch drücken, Kanal abonnieren, Kommentar hinterlassen für den Support, wenn ihr mich supporten möchtet. Wir sehen uns dann weiterhin um 18 Uhr morgen wieder in einem neuen Reaction-Video oder am Sonntag um 19 Uhr in einem Stream. Ja, bis dahin, passt alle auf euch auf, bleibt alle gesund, danke fürs Zusehen und ciao, ciao, Freunde.